Gelobt sei Allah Jalla Jalalu Subhanahu wa Ta'ala, der uns hier versammelt hat, wo die anderen saufen, kiffen, vielleicht heute Allah Jalla Jalalu nicht erkennen. Wir sitzen zusammen und versuchen Allah Subhanahu wa Ta'ala zu erwähnen. Und das ist schon eine große Gabe von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wie mein Bruder erzählt hat, das waren Sachen, die ein Muslim lernen muss. Und das waren Sachen, die ernst genommen werden sollen. Und das waren Sachen, ohne das geht gar nicht. Das waren tiefgründige Sachen. Und oft klingen sie für manche trocken oder beziehungsweise so langweilig. Aber das sind Sachen, die brauchst du. Die brauchst du da draußen. Die brauchst du zu Hause mit deiner Familie. Die brauchst du, wenn du einsam bist. Das ist dein Antidepressivpille, Bruder. Weil wenn du weißt, wer Jalla Jalalu ist, dann du wirst immer hier weite Brust haben, wie ein Adler. Du wirst immer die Tiere, ihr seht die, so, oh, weil sie wissen, wer Allah Jalla Jalalu ist. Sie wissen, wer Essen gibt. Sie wissen, wer Löwe liegt, so, der weiß, Riss kommt gleich vorbei, so und so. Aber dein Riss kommt nicht, ach, einfach so. Allah Jalla Jalalu hat hier Verstand, Akkel gegeben. Löwe kann liegen, so, oh, Gazelle kommt, er schnappt. Aber Allah Jalla Jalalu will, dass du hier oben benutzt. Deswegen Tiere werden Staub. Die leben hier und Staub. Allah Jalla Jalalu macht Staub. Aber du wirst gefragt, dein Leben geht weiter. Wie Hassan al-Basri rahmatullah alayhi sagt, für die Ewigkeit erschaffen. Du bist erschaffen, du wechselst nur deinen Wohnort, wie ich jetzt, Umzug. So geht das auch mit dem Tod. Du wechselst deinen Wohnort, du gehst in Grab, von Grab Yawm al-Qiyama, von Yawm al-Qiyama entscheidest du, in welches Schiff du gehst und was mit dir passiert. Was ich sagen will, ist heute ein bisschen passend zum Thema, weil wir haben uns ja so ein bisschen versucht abzusprechen, was wir machen, ist die Fremdheit, meine lieben Geschwister. Der Muslim ist fremd, obwohl wir Millionen sind, obwohl wir vieles haben, obwohl die unsere Länder schön für Urlaub sind und unsere exotisches Essen sehr lecker denen schmeckt. Trotzdem sind wir immer fremd. Und trotzdem sind wir immer für sie, ach, kennt ihr das auf der Straße? Hans, hast du gesehen? Immer fremd. Du bleibst immer fremd. Warum bist du fremd? Wie die Gelehrten sagen, je mehr du die Sunna praktizierst, desto fremder wirst. Aber frohe Botschaft an die Fremden, sagt Rasul alaihi salatu wassalam und das Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu. Es gibt einen anderen Hadith, er erklärt uns unseren Weg. Und der ist von Imam Ahmed und Nisa berichtet und der Hadith ist von Ibn Masud radiallahu anhu, dass Rasul alaihi salatu wassalam eine Linie zeichnet, eine gerade Linie. Der Hadith ist bekannt. Eine gerade Linie und viele Linien zeichnet er so. Und sagt dann Rasul alaihi salatu wassalam, dies ist mein gerader Weg. Und an diesen Wegen sind Schiatine, die euch rufen. So folgt meinen geraden Weg. Und geht nicht den Rufen der Schiatine. Diese Zeit, sie ist verwirrend für viele, für mich auch, für viele ist sie verwirrend. Denn diese Zeit, erklärt uns Abu Huraira radiallahu an, indem der sagt, die Zeit rückt näher, die Taten werden weniger. Welche Taten? Natürlich die guten Taten. Heute die Muslime kippen in Maul, joint in Maul, Bier, da, ich bin Muslim, Alhamdulillah, ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, willst du was kaufen, verkaufen, dies, das, dealen, alles läuft bei Muslimen. Alles läuft über Muslimen. Ahmed, Drogenhändler, kennen wir die Geschichte. Ich will das nicht wiederholen. Taten werden weniger. Die Zeit rückt näher. Welche Zeit? Die Zeit von Yawm al-Qiyama. Die Zeit, wo diese Erde zu Ende geht. Das fühlen selbst die Nicht-Muslime. Bald ist das hier zu Ende. Jeder fühlt das. Aber dann erklärt Abu Huraira oder beziehungsweise der Rasul alaihi salatu wassalam, weil das ja von Abu Huraira überliefert wird, der Geiz wird überall anzutreffen sein. Geiz ist geil, Werbung, ganz groß. Alle Bravo, Bürgermeister, Sekt, dies, das. Weil das ist so geworden,
Das ist nicht mit unserer Religion vereinbart, weil Geiz ist bei uns gar nicht gut. Und Geiz wird überall anzutreffen sein. Und der Haraj wird sich verbreiten. Sahaba, ja Rasulullah. Was ist dieses Haraj? Er sagt, der Mord, das Töten. Und in einem anderen Hadith heißt es, der getötet worden ist, weiß nicht warum, und der getötet hat, weiß auch nicht warum. So durcheinander. Und ein anderer Hadith, genauso von unseren ehrenwürdigen Abu Huraira radiallahu an, heißt es, er überliefert das vom Rasul alaihi salatu wassalam, das sind alles Hadithe, die sind bei Muslim zu finden, dass auf der Straße Geschlechtsverkehr öffentlich ausgeübt wird. Wie der Prophet erklärt, wie die Esel einander sich bespringen. So wird das normal sein. Jetzt ist wichtig, hier ein guter Mensch zu bleiben. In Labyrinth, Resident Evil, kennt ihr? Jetzt musst du in der infizierten Zone normal bleiben. Schwer. Ja, ist schwer. Das ist schwer. Ich weiß, ich nehme extra diese Begriffe. Ich war auch auf der Straße. Der hat mich auch groß erzogen, leider. Jetzt muss man hier normal bleiben. Schwer. Aber man muss. Man, das muss man. Das ist dein Wegweiser. Das gehst du, weil anders geht das nicht. Sonst endest du bei den Schizopharmaka-Firmen. Aber das willst du ja nicht. Und das sollst du auch nicht. Allah Jalla Jalalu hat dir den Weg gezeigt. Der Koran ist da, die Sunna ist da, übe sie. Imam Ahmed überliefert in Kitab al-Zuhud von Ubayd ibn Qab, radiallahu an, dass er sagt, haltet fest an den Weg und der Sunna. Ebenfalls berichtet von Imam Tirmidhi, von Imam Zuhri, dass er sagt, unsere Gelehrten sagen, das Festhalten an der Sunna ist die Rettung. Das Festhalten an der Sunna ist die Rettung. Und Wallahi, das bestätigt sich. Jeder, der die Sunna folgt, kann das nur bestätigen. Es ist die Rettung. Es ist sehr logisch auch. Logik ist nicht nur der Beweis in der Religion. Geht ja nicht immer Logik. Ali radiallahu an macht einmal Mess. Und macht so, sagt, wäre nach Logik, wir hätten so gemacht. Aber wir sehen Rasul alaihi salatu wassalam, der macht so Waschung, also waschen wir so. Logik ist nicht immer der Beweis. Aber oft, wenn du die Sunna vom Gesandten alaihi salatu wassalam praktizierst, Wallahi, wie wenn du eine Brille von, nicht von Vielmann, diese billige Brille, richtige Brille bekommst, dann erkennst du Batil und Hak. Auf einmal erkennst du das, es wird dir deutlich. Es wird dir richtig deutlich. Dass du das erkennst. Von von Abu Abdullah Malik ibn Anas sagte, die Sunna ist die Arche von Noah. Die Sunna ist die Arche von Noah in der heutigen Zeit. Ist die Rettung. Die Arche von Noah zu seiner Zeit war die einzigste Rettung für die Lebewesen. Und heute ist so die Sunna. Heute ist so das Folgen des Gesandten alaihi salatu wassalam. Ebenfalls berichtet von Imam Ibn Uthman al-Sabuni, dass Imam al-Zuhri sagte, eine Sunna zu lernen ist besser als 200 Jahre Ibadah. Das sagen die Salaf, nicht Adnan. Sagen die Salaf, ist besser als 200 Jahre Ibadah. Ibadah ist nur für dich, deine Abrechnung alleine. Aber eine Sunna, wenn du sie lernst und praktizierst, andere werden danach auch fragen, was machst du, wie, ich wusste nicht. Kennt ihr diese, es war eine schöne Überlieferung und die ist auch authentisch. Er war Muschrik und sein Sohn hat die Sunna praktiziert. Es ist die Zeit von den Tabi'in gewesen und sein Sohn hat die Sunna praktiziert. Und er hat einen Siwak gehabt. Und dieser Muschrik guckt seinen Sohn und sagt, was ist das? Er sagt, das ist die Sunna von Mohammed, von diesen Araber. Er sagt, von Mohammed, den Gesandten.
Und was machst du damit? Er sagt, die Zähne putzen. Wisst ihr, was er macht? Er sagt, das gehört hier. Astaghfirullah. Hinten, nicht hier. Dieser Muschrik. Allah Jalla Jalal, und das ist authentisch. Das ist authentisch, was ich erzähle. Und keine Sufi-Nakshibendi-Geschichten. Allah Jalla Jalalu bestraft diesen Muschrik. Sein Bauch wird dick. Sein Bauch wird dick. Und in ihn wird ein Tier, wie ein Tier entwickelt sich. In ihn, in seinem Bauch. Bis er es nicht geplatzt hat. Und daran ist er auch gestorben. Diese Sachen ist nicht Spaßen. Genauso gab es einen Juden zum Zeit des Propheten alaihi salatu wassalam. Er hat den Gesandten alaihi salatu wassalam geholfen. Allah Jalla Jalalu hat diesen Juden nicht recht geleitet. Warum, weshalb, wissen wir nicht. Hikma von Allah. Aber dafür hat Allah Jalla Jalalu ihn ein langes Leben gewährt und ein schönes Aussehen, dass dieser Jude kein einziges weißes Haar gehabt hat. Ein langes Leben hat er ihn gewährt und ein schönes Leben als Dank, dass er seinen Gesandten geholfen hat. Genauso, nicht jeder, nicht Muslim ist gleich Stufe. Abu Lahab ist nicht gleich wie der Onkel des Propheten. Der ist nicht gleich. Nicht jeder ist auf der gleichen Stufe. Weil so ist auch in Islam. Nicht jeder von uns hat die gleiche Stufe. Vielleicht einer von euch, der ist ganz nah bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er macht eine Tat, die Allah Jalla Jalalu sehr liebt. Und einer ist hier von euch, er macht eine Tat, die ständig alle seine Taten zerstören. Die ständig seine Taten zerstören. Deswegen muss man aufpassen, was man macht und was man tut. Von Ubayd al-Qasimi ibn Salam sagte, haltet euch an die Sunna, denn wahrlich diejenigen, die an die Sunna festhalten, ist wie brennende Kohle. Ist wie brennende Kohle. Heiß. Heute seht ihr das. Ihr seht die ganzen Medienpropaganda. Ihr habt das ja hier in Wuppertal genauso wie wir in ähnlich wie wir in Mönchengladbach mitbekommen. Ja, gegen die Muslime haben wir nichts, aber gegen die Salafisten, oder wie sie immer heißen. Ja, keine Ahnung, was Salafisten heißt. Aber Hauptsache, er hat was zu meckern. So depressiv, morgens früh gibt er sich eine Pulle, mittags die Antidepressive, abends und so geht ihm alles auf die Nerven. Na klar braucht er etwas, um sein Innere so, jetzt geht es mir ein bisschen gut. Gott sei Dank habe ich die, wie heißen die? Salafisten. Kann ich ja gegen die was reden. Muslime wissen nicht, was Salafisten sind. Was soll der denn, Hans, wissen, was Salafisten sind? Das geht ja gar nicht. Deswegen, man muss diese Sachen lernen. Selbst wenn etwas, wir haben gehört, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ. Imam Shafi sagt, hätte Jalla Jalalu diese Sura, weil Asr offenbar, die hätte gereicht als Koran, für alle. Die hätte gereicht als Koran. Genug. Sprichst du Hak, verbreitest du Hak, so kommt er entgegen. Jetzt musst du Sabr haben. Allah nimmt das ernst, dass du Taube machst. Ich weiß nicht, ob wir das ernst nehmen. Manchmal weiß ich das nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ist so cool, bei den Muslimen zu sein. Heute so neue Mode. Was machst du? Ja, ich bin der Gang bei den Muslimen. Bruder, das ist keine Gang. Wenn du Gang wirst, geh hier, in Altstadt. Das ist keine Gang, ach ey. Das ist hier Ernstlichkeit. Manche denken das so. Ist so cool, bei denen zu sein. Voll Hammer bei denen. Bruder, das ist... Die haben alle Bärte. Die haben alle Bärte, Schutz von denen. Und so. Bruder, was für Schutz? Ich weiß nicht, von was du redest. Das ist eine ernste Sache. Deine Taube hat vielleicht... Nicht vielleicht, ich schätze mal. Und ich hoffe für uns. Allah Jalla Jalalu hat sie ernst vielleicht genommen. Und Allah prüft dich, aber hast du deine Taube ernst genommen? Oder ist das jetzt so, wie früher, wenn du Gang angehörst, haben die alle gelbes T-Shirt, ziehe ich mit gelbes T-Shirt. Die Muslime, die ziehen Gewand, ich ziehe mit Gewand, ich lasse mir Bart wachsen. Hallo? Bist du gewachsen diesen Verantwortungen? Bart wachsen lassen, Zigarette rauchen, Mist bauen auf der Straße, geht nicht, Bruder. Du ziehst alle mit in den Dreck. Bist du gewachsen?